Hallo, ich möchte heute über ein paar Aktien nachdenken, die ich persönlich interessant finde, die ich mir genauer angesehen habe. Auch über ein paar Aktien, nach denen ich in den Kommentaren zu den letzten Videos gefragt worden bin. Ich finde das auch sehr schön, dass mittlerweile unter jedem Video ein paar Kommentare gibt, wo sich Leute einfach nur bedanken für den Content, den ich hier biete. Es gibt jetzt doch öfter Videos, die mehr als 100 Likes haben. Für mich persönlich ist das schon motivierend, wenn ich die positive Resonanz von euch bekommen. Also Dankeschön, und auch an Tagen wie heute, wo das Thermometer über 30 Grad anzeigt, ist für mich schon die Überlegung, ob ich nach dem Arbeitstag noch eine Dreiviertelstunde investiere und ein Video mache, oder ob ich mich nicht den Garten unter den Nussbaum im Schatten in die Hängematte lege und den Abend schon eine Stunde früher mit am Radler ausklingen lasse. Ja. Also recht netten Dank für das nette Feedback, das ihr da teilweise drunter schreibt. Ja, zu den Aktien. Ich habe mir heute die Firma Daikin etwas genauer angeschaut. Ja, ihr wisst, dass ich mir aktuell gerade japanische Aktien genauer ansehe, weil ich nach einem Japan-Urlaub zu dem Schluss gekommen bin, dass ich in der Region gern mehr investieren würde. Japan ist auch eine angenehme Region, um zu investieren, weil die meisten Aktien auch an deutschen Börsen handelbar sind. Also ich habe über meinen Broker recht internationale Zugänge. Ich weiß aber, dass viele der Zuschauer nur unter Anführungszeichen die deutschen Handelsplätze oder ein paar andere auch haben, und fast alle japanischen Aktien haben ein Zweitlisting an deutschen Börsen. Bei Aktien wie Daikin muss man allerdings aufpassen, dass die Stückumsätze hier in Deutschland relativ gering ist. Wer also 500 oder 1000 oder auch 2000 Euro in so eine Aktie investieren möchte, kann das über die deutschen Zugänge ohne Probleme tun. Ich gehe jetzt eh nicht davon aus, dass viele Menschen, die den Kanal schauen, in 20.000 Euro Einheiten investieren. Aber falls da jemand sowas vorhätte, dann müsste man dann wirklich aufpassen, dass täglich in Deutschland nur ein paar hundert Stück Daikin-Aktien den Besitzer wechseln. Daikin steht aktuell bei 30.000 Yen beim Börsenkurs. Ich habe mir wie immer als eines der ersten Sachen, die ich mir bei einer Aktie genauer anschaue, ich habe mir wirklich viele Jahre, in dem Fall 10 Jahre lang, die Geschäftshistorie angesehen, wie viel Gewinne wurden in der Vergangenheit gemacht. Positiv fällt hier auf, dass Daikin seit 10 Jahren immer Gewinne macht. Vielleicht noch nebenbei, ging davon aus, dass Daikin fast jeder kennt. Daikin ist ein japanisches Unternehmen mit, ich weiß nicht, 70, 80.000 Mitarbeitern, die bekannt für ihre Klimaanlagen, aber unter anderem auch Wärmepumpen im Sortiment haben. Ja. Also ein Unternehmen, das gerade ziemlich den Puls der Zeit trifft. Ja. Die Daikin macht also schon seit 10 Jahren in dem Gewerbe Gewinne, eventuell sogar seit 30 Jahren. Ja. Hat hier also jede Menge Know-how. Klimaanlagen sind in Japan schon also deutlich mehr verbreitet als bei uns und auch schon deutlich länger. Das heißt, die Firma weiß genau, was sie herstellt, stellt gute Produkte her. Daikin hat eben auch einen Ruf. Ich selber habe mir im Frühling dieses Jahres 2 Klimaanlagen einbauen lassen und habe zu Daikin-Anlagen gegriffen. Jetzt nicht, weil ich die Aktie interessant fand, sondern einfach, weil es mir der Techniker glaubhaft empfohlen hat. Also der Ruf von Daikin dürfte auch ganz gut sein. Wenn ich die Gewinne der letzten Jahre ansehe und sage, mit einem positiven Trend werden die in Zukunft weiter wachsen. Es ist allerdings jetzt nicht damit zu rechnen, dass Daikin auf einmal die Gewinne in einem Jahr verdoppelt, dann komme ich auf ein Ergebnis, das bei Daikin für die nächsten Jahre mit gut 1000 Yen pro Aktie Gewinn zu rechnen ist. Ja. Und hier muss man sagen, das ist halt schon recht überschaubar. Bei einem Börsenkurs von 30.000 Yen bin ich also einfach auszurechnen beim Kursgewinnverhältnis von 30, und das ist mir eigentlich zu teuer. Ja. Also man muss immer unterscheiden zwischen einer guten Firma und einer guten Aktie. Eine Firma kann sensationell unterwegs sein, wie zum Beispiel Nvidia, ab einem gewissen
Kurs ist hier einfach schon so viel positive Zukunft eingepreist und das sehe ich bei Daikin nicht so stark wie bei Nvidia in der Übertreibung, ja. Aber Daikin ist einfach schon sehr teuer bewertet. Das heißt, wenn ich jetzt glaube, dass sich das Unternehmen in den nächsten Jahren einfach genauso positiv weiterentwickelt wie in den letzten 10 Jahren, ja. Das heißt, Gewinnsteigerungen von ungefähr 10% pro Jahr, ja. Dann ist das eher eine ausgezeichnete Zukunft für die Firma Daikin bei der Aktie, die aber eben schon bei 30.000 Yen mit einem Kursgewinnverhältnis von 30 ist, ist das schon sehr teuer bewertet. Wäre also Daikin mit 15.000 Yen pro Aktie bewertet, dann würde ich wahrscheinlich ganz aktuell überlegen, ob ich mich hier nicht mit einer Position beteiligt, weil das von den Chancen, die da sind, und Preis ein gutes Verhältnis ist. Mir persönlich ist Daikin bei 30 beim Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 zu teuer. Man sieht allerdings schon, wo die Qualität auch herkommt. Ich habe auch die Schulden angesehen bei Daikin. Das schaue ich mir momentan auch bei jedem Unternehmen an. In Zeiten der Zinswende muss man genau schauen, wie hoch ist ein Unternehmen verschuldet. Ein Unternehmen kann durchaus steigende Wachstumsraten, kann durchaus gute Wachstumsraten und steigende Umsätze verbuchen und auch steigende Gewinne machen, wenn es sehr hoch verschuldet ist. Dann könnten die Zinszahlungen dennoch stärker wachsen als die Einnahmen und dann könnten auch Unternehmen, die sehr erfolgreich ihre Produkte verkaufen können, Probleme kriegen. Das ist bei Daikin sicher nicht der Fall. Bei Daikin spreche ich von einer Verschuldung, die etwa das Fünffache vom operativen Jahresergebnis ausmacht. Das ist sicher eher gering. Ich bin bei einer Eigenkapitalquote von 50%. Das ist für mich schon seit langem was sehr Interessantes. Die Nullzinsen der letzten 10 Jahre haben also zu katastrophalen Fehlanreizen geführt. Sehr viele westliche Firmen haben beinahe ihre gesamten Investitionen über Schulden finanziert und die Gewinne in den guten Jahren vollkommen an die Aktionäre ausgeschüttet, sodass sie jetzt, wo vielleicht schlechtere Jahre kommen, hoch verschuldet sind. Ja, da ist also noch einiges an Risiken im Markt und Japan hatte diese Fehlanreize eigentlich sogar noch stärker durch die radikalste Nullzinspolitik aller Notenbanken in den letzten Jahren. Aber aus irgendeinem Grund, also ich schiebe das auf kulturelle Sachen, weil ich es nicht besser erklären kann, sind japanische Firmen oft, wenn ich mir die anschaue, erstaunlich niedrig verschuldet, wie eben zum Beispiel Daikin. Ja. Daikin wäre sicher auch eine Aktie, wo kein Analyst Alarm geschrien hätte, wenn Daikin eine Eigenkapitalquote von 22% hätte. Daikin hat aber aktuell eine Eigenkapitalquote von also knapp über 50%, aber weit über dem, was eigentlich ein Industrieunternehmen haben müsste. Und das ist schon eine wirklich gute Ausgangsposition. Also für einen japanischen Staat, der zu den höchstverschuldetsten der Welt gehört, ja, wären die nächsten Monate schon enorm interessant, ja, wie man hier mit der Zinswende, die überall anders passiert, umgeht. Japanische Unternehmen sind aber, das überrascht mich immer wieder, erstaunlich gering verschuldet. Das heißt, auch wenn ich über Daikin nachdenke, dann werde ich bei dieser Bewertung, das habe ich entschieden, in der nächsten Zeit nicht zugreifen, erlauben aber den Hinweis, auch wenn das wie immer keine konkreten Empfehlungen sind, sondern die Art, wie ich über das Ganze nachdenke, dass Daikin schon eine dieser Aktien ist, wenn ich Angst vor einer Finanzkrise habe, dass wir zum Beispiel dass in Europa Bankenrettungen notwendig sind, die EZB wieder Abermilliarden neues Geld druckt und die Inflation daraufhin auf 20 oder 30% steigt, ein Szenario, das es möglich nicht sicher kommt, aber das durchaus möglich wäre und ich mein Geld irgendwo in Sicherheit bringen möchte. Daikin gehört also für mich schon zu diesen stabilen, weltweit tätigen Qualitätsunternehmen, ja, die auch über die nächsten 10 Jahre hinweg, durch alle Krisen hinweg, vermutlich ja, Jahr für Jahr Gewinne machen werden. Und wenn ich also heute 2.000 Euro in Daikin investiere und in 10 Jahren wieder verkaufe, dann bin ich eigentlich guten Mutes, dass das Geld den Wert auch über eine Phase mit hohen Inflationsraten erhalten hat. Das heißt, also Daikin würde schon als klassische Inflationsschutzaktie meiner Meinung nach dienen. Wenn ich ein Depot mit 15 solchen Aktien habe, dann kann ich mich ziemlich beruhigt in die Hängematte legen
und mal eine Krise relativ locker anschauen, ist aber für mich eben persönlich zu hoch bewertet. Ja. Mein Kapital ist begrenzt. Ja. Ich sehe woanders deutlich bessere Möglichkeiten. Eine Aktie, nach der ich in den Kommentaren gefragt worden bin und wo ich mich früher mal näher damit befasst habe, ist der Düngemittelhersteller OCI. Da war ich also einige Jahre selbst beteiligt und habe ziemlich gut und auch ziemlich glücklich nach Beginn des Ukraine-Konflikts, als die Düngemittelaktien kurzzeitig fast kerzengerade in die Höhe gestiegen sind, meine Position mit einem guten Gewinn verkauft, weil ich da also eine Übertreibung nach oben gesehen habe. Ist durchaus eine interessante Firma. Ich habe es jetzt nach der Kommentarfrage nicht nochmal genauer angeschaut, sondern nur sehr oberflächlich, wo man aber genauer analysieren sollte, in was man da investiert. Also OCI ist ein Düngemittelhersteller. Wenn ich mir die Bilanzen der letzten Jahre anschaue, also das ist schon einige Zeit her, dass ich mir die angeschaut habe, aber mir ist noch in Erinnerung, dass die 10 Jahre lang in jedem zweiten Jahr Verluste und in jedem zweiten Jahr teilweise auch gute Gewinne gemacht haben. Ja. Aber das ist schon was ganz anderes als Daikin, wo ich eine Geschäftshistorie habe, wo ich 10 Jahre lang in jedem einzelnen Jahr Gewinne habe. 10 Jahre habe ich mir bei Daikin angeschaut. Ich halte es durchaus für möglich, dass Daikin seit 30 Jahren in jedem einzelnen Jahr einen Gewinn gemacht hat. Und wenn ich bei OCI mir das Ganze ansehe, dann komme ich halt drauf, dass ungefähr die Hälfte der Jahre Gewinne und die Hälfte Verluste gemacht haben. Was momentan sicher für Düngemittelhersteller allgemein spricht, sind die Lebensmittelpreise. Also Lebensmittel sind einfach ein Gut, das so wichtig ist, dass wenn die Kosten deutlich ansteigen, dann können die Unternehmen auch deutlich höhere Preise verlangen, ohne dass die Mengen massiv einbrechen. Also Güter, die volkswirtschaftlich ausgedrückt eine sehr geringe Preiselastizität haben, das ist immer interessant und Düngemittel somit auch. Wenn Lebensmittel um 150% im Preis steigen, dann kann auch der Dünger um 150% im Preis steigen. Das ist sicher ein Pluspunkt für Düngemittelhersteller. Gleichzeitig ist aber Düngemittelherstellung eines der energieintensivsten Branchen überhaupt, ja, wo sich die Energiepreise also sehr hoch auch in den Preisen für Dünger dann herstellt. Das ist also gleichzeitig auch ein Minuspunkt. Ja. Und bei OCI muss man beachten, dass die größere Fertigungsanlagen im arabischen Raum, in Ägypten zum Beispiel, haben. Und hier wiederum ist das Positive, dass die viel näher an Saudi-Arabien und anderen Ländern sind, ja, also sowohl politisch als auch geografisch, dass sie eventuell deutlich günstiger als europäische Konzerne mit Energie versorgt werden und so sich zum Beispiel Ammoniakherstellung, was ein Basisstoff für viele Düngemittel ist, vielleicht in Ägypten noch auszahlt, wenn er sich bei uns schon nicht mehr auszahlt. Also die Firma Borealis zum Beispiel, die in der Nähe von mir im Osten von Wien größere Anlagen unterhält, hat also aufgrund der gesteigenden Energiepreise die Düngemittelproduktion deutlich runtergefahren. Der Standort Ägypten ist hier vielleicht ein großer Vorteil. Gleichzeitig ist natürlich klar, dass der Standort Ägypten eventuell politische Risiken hat, die der Osten Wiens jetzt nicht unbedingt hatte. Das heißt, bei OCI, das ist so eine Aktie, wo mir eigentlich sehr viel Risiken auffallen, ja, aber auch gleichzeitig auch sehr viel Chancen. Ja. Also wenn da jemand investiert, dann sollte er sich das wirklich ziemlich genau angeschaut haben. Das wäre meine Antwort auf die Kommentarfrage. Was ich mir heute auch noch mal genauer angeschaut habe, das schaue ich mir regelmäßig genauer an, ist die Firma Bayer, weil ich dort ein mittelgroßes Aktienpaket halte. Das macht also bei mir im Depot ungefähr ein halbes Prozent des Depots aus. Bei Bayer bin ich also schon vor der Monsanto-Übernahme, also somit vor vielen Jahren, eingestiegen, aufgrund dessen, weil die Produkte, die Bayer hat, also allen voran Aspirin, einfach Produkte sind, die seit Jahrzehnten gut gehen, wo stetig hohe Margen gemacht werden, wo gute Einnahmen möglich sind. Ja. Nach der Monsanto-Übernahme habe ich dann sogar noch ein bisschen nachgekauft, weil die Aktie schon kräftig gefallen ist. Allerdings, wie ich es immer mache, begrenzt und bin auch aktuell ganz froh, dass also die Position nicht 5% ausmacht, sondern eher 0,5%.
Bei Bayer würde ich also eigentlich ganz gerne einen Zeitpunkt abwarten, wo der Ausstieg ein lukrativer ist und dann verkaufen, weil mir, also weil Bayer es schon geschafft hat, in den letzten Jahren relativ viel falsch zu machen. Aktuell ist gerade der Vorstandsvorsitzende ausgetauscht worden, was nach den letzten Jahren sicher eine gute Idee ist. Es ist auch jemand externer geholt worden, der nicht aus dem eigenen Konzern kommt. Das ist auch recht clever vom Aufsichtsrat, wenn einiges in den letzten Jahren falsch gelaufen ist, dass man nicht aus dem eigenen Stall jemanden holt, sondern jemand, der frischen Wind reinbringt. Ich habe also bei Bayer auch die Bewertung angeschaut. Bayer ist aktuell mit 50 Euro je Aktie bewertet. Ich traue Bayer in den nächsten Jahren durchaus zu. Also es gibt da für mich keinen Grund für überbordenden Pessimismus. Die Risiken sind doch in den letzten Jahren schon geringer geworden, auch von der Monsanto-Übernahme, aber auch andere, dass Bayer in den nächsten Jahren etwa 4 Euro Gewinn je Aktie macht. Ich bin hier also beim Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12, 13, wo also der Konzern doch eher günstig bewertet ist, viele Risiken am Standort Deutschland, hohe Energiepreise, Arbeitskräftemangel treffen also Bayer, wo pro Mitarbeiter deutlich mehr Umsatz gemacht wird als bei anderen in anderen Branchen, sicher deutlich weniger, also bei mein doch negativ wäre das Bild des Wirtschaftsstandort Deutschlands macht man bei Bayer jetzt keine so großen Sorgen. Die Verschuldung mit zehnfachen operativen Jahresgewinn, also die Schulden machen etwas Zehnfache eines operativen Jahresgewinns aus. Das ist also auch zum Beispiel doppelt so viel wie bei Daikin. Ja. Sind also schon hoch, aber auf der anderen Seite nicht so hoch, dass da jetzt die Alarmglocken läuten. Ja. Also, und Bayer ist halt schon ordentlich günstig bewertet. Also ich komme da wie die letzten Male zum Ergebnis, ein Neueinstieg wird sich da für mich eigentlich auf keinen Fall aufdrängen. Eigentlich würde ich gern eher raus, aber bei der Bewertung, die schon noch günstig ist, ja, werde ich die Aktie also auch unter anderem mit Blick auf mögliche Dividenden in den nächsten ein, zwei Jahren noch einmal weiterhalten. Bei Bayer wäre es aber sicher so, wenn der neue Vorstandsvorsitzende schafft, frischen Wind in die Aktie zu bringen, neue Investoren zu überzeugen und die Bayer-Aktie steigt innerhalb von 2, 3 Monaten um 40%, was bei der zurückliegenden Geschäftsentwicklung nicht unmöglich erscheint, dann wäre das wahrscheinlich etwas, was ich zum Ausstieg nutzen würde. Ich bin gefragt worden nach zwei Unternehmen, wo ich nur ganz wenig sagen mag. Die Deutsche Pfandbriefbank, also eine Bank, die vor allem Immobilienkredite vergibt, lockt momentan mit einer Dividendenrendite von 12%. Das ist also eine der ganz wenigen deutschen Firmen, wo man über die Dividendenrendite einen positiven Realzins hätte, eine höhere Dividende als die Inflationsrate ausmacht. Ja. Aber das hat auch einfach seinen Grund, dass die Bank so tief bewertet ist. Ja. Ich würde da eigentlich momentan um nichts in der Welt investieren. Mir ist das Risiko zu groß. Ich sehe schon auch die Chancen beim Zinsanstieg. Ja. Das kann für die Deutsche Pfandbriefbank schon auch eine dauerhaft gute Umgebung sein. Aber bei den momentanen Krisen um den deutschen Immobiliensektor, also einfach wenn nur jeder 20. Immobilienkredit ausfällt, ist noch nicht der Fall, aber ist jetzt auch überhaupt nicht unmöglich, ja, dann hat die Deutsche Pfandbriefbank massive Probleme. Ja, oder dann wäre die Wahrscheinlichkeit durchaus hoch, dass sie existenzielle Probleme kriegt. Ja. In der Bankenkrise ganz allgemein, ja, auch mit Staatsanleihen, da wäre auch alles andere als unwahrscheinlich, dass das dann alle Banken trifft. Ja. Also da gibt es schon sehr, sehr viel hohe Risiken. Es gibt auch Chancen. Also ich verstehe, warum manche diese Aktie interessant finden, aber trotz 12% Dividendenrendite, also ganz, ganz sicher ohne mich. Was Ähnliches trifft auf Continental zu, also den Autozulieferer, den bekannten Reifenhersteller. Das ist an sich schon eine interessante Firma. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann hat Continental fast 200.000 Mitarbeiter weltweit. Ja. Man ist also hier schon flexibel.
Produktion wahrscheinlich auch zu verlagern, und bei den steigenden Energiepreisen Reifen halt zukünftig in anderen Ländern herzustellen, was man in den letzten Jahren schon vielfach getan hat, ja, und hier also einen guten Ruf und ein technisches Wissen zu nutzen. Die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7 ist sicher auch nicht unattraktiv. Ja. Und oft wird erwähnt bei Continental, dass der große Vorteil des Unternehmens halt ist, egal ob die Zukunft des Autos vielleicht doch etwas länger bei Diesel und Benzin oder bei Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb liegt. Ja. Reifen wird das Auto auf jeden Fall haben. Unabhängig von anderen Trends, die aufgehen können oder nicht, ja, spricht sicher für Continental. Aber insgesamt muss man schon auch sehen, dass die multiplen Krisen momentan Continental sicher mehr zugesetzt haben, deswegen auch die günstige Bewertung als anderen Unternehmen. Und auch hier wäre, also mir persönlich wäre hier die Bewertung noch nicht gering genug, um das als Schnäppchen zu sehen. Ich sehe das ähnlich wie die gesamte deutsche Automobilindustrie. Also ja, in irgendeiner Form wird es die deutsche Automobilindustrie auch in 20 Jahren noch geben. Aber der Weltmarktanteil könnte halt dann wirklich um 2/3 gefallen sein. Und das ist ein Umfeld, der, wenn ich an Unternehmensmargen denke, was sicher nicht attraktiv ist. Und deswegen halte ich mich aus dem Sektor und somit auch aufs Kontinent raus. Also ich hoffe, die Fragen habe ich beantwortet, und dann möchte ich noch kurz auf einen Kommentar eingehen. Die nicht so tolle Entwicklung der Nestle-Aktie in den letzten 3 Jahren, wo ich in einem Video erwähnt habe, dass für mich eine Nestle halt eines der breit aufgestelltesten krisensicheren Unternehmen ist, dass wenn jemand eine erste Aktie kauft, dass sich der Nestle durchaus einmal anbietet, ja, weil Nestle einfach so breit in sich diversifiziert ist, ja, dass man hier schon eine ordentliche Risikostreuung hat. Ja. Das Kommentar ist sicher richtig, dass die Kursentwicklung bei Nestle auf die letzten 3 Jahre nicht sonderlich überragend ist, ja. Aber ich sage das hier schon immer wieder dazu. Mein Blickwinkel, ja, ist investieren über 10 Jahre plus. Ja. Ich investiere bereits seit 17 Jahren. Ich habe Aktien in meinem Depot drin, die ich seit 15 Jahren im Depot drin habe. Und ich habe vor, noch weitere 20, 30 Jahre an der Börse aktiv zu sein und viele Aktien über deutlich mehr als 10 Jahre zu halten. Und hier würde ich mal bei Nestle dann schlussendlich einmal nicht den Kurs von den letzten 3 Jahren anschauen. Da verstehe ich die Ernüchterung schon, sondern zum Beispiel den Kurs der letzten 20 Jahre. Ja. Und dann sieht man, dass das meiner Meinung nach eine Aktie ist, die auf lange Sicht gesehen durch alle Krisen hindurch, ja, auch über mögliche inflationäre Krisen sich durchaus sehen lassen kann. Ja. So, das war's für heute. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant, oder vielleicht noch der Hinweis, die Videos könnten bei 30 Grad einfach schon ein bisschen kürzer ausfallen, als ich sie vielleicht bei 15 Grad machen werde. Das kann sich dann im Herbst wieder ändern, aber also hier im Zimmer ist momentan wirklich heiß, und ich bemühe mich dann schon, dass ich jetzt fertig werde und mich jetzt in die Hängematte unter meinen Nussbaum lege und dort den Nachmittag ausklingen lasse. Damit wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Grüß euch.